Ich begrüße Sie zur Pressekonferenz des heutigen Spiels zwischen dem FSV 63 Luckenwalde und dem VSG Altenriedicke. Ich denke, Glückwunsch an die Gäste. Aufgrund ihrer starken ersten Halbzeit geht der Sieg sicherlich in Ordnung gegen eine stark dezimierte, ersatzgeschwächte FSV 11. Beide Trainer haben den hier Platz genommen. Wollen wir zuerst Lothar Hamann, Trainer der Gäste, das Wort erteilen. Ja, danke erstmal für die Glückwünsche. Wir sind natürlich sehr glücklich nach den letzten Wochen, wo wir doch arg geschwächelt haben. Uns geht es ja genauso wie Luckenwalde, dass wir wirklich große Probleme haben. Auch bei uns haben heute viele Stammleute gefehlt. Ich muss meiner Mannschaft speziell auch für die erste Halbzeit ein Kompliment machen. Dort haben sie sehr klug und sehr effektiv gespielt. Letztendlich mit 2-0 in die Halbzeit, dass die zweite Halbzeit schwer wird für uns, das war uns schon klar. Und wir können einfach nur froh sein, dass Luckenwalde keinen Anschluss vorgemacht hat. Ich glaube, dann hätte es ganz schön nochmal geknistert und gebrannt. Letztendlich müssen wir 3-0 machen, dann ist der Laden zu. Haben wir nicht gemacht und so war es bis zum Ende doch eine gewisse Zitterpartie. Und meine Spieler sind jetzt überglücklich und wir sind natürlich froh, dass da endlich mal wieder ein bisschen Erfolg in die Zukunft gucken können. Danke. Ja, danke, Lothar Hamann. Wie nur, du bist es sicherlich leid, immer über die hier zur Verfügung stehenden Spieler zu reden. Aber heute war es wirklich nur noch eine Rumpfelf. Mehrere Spieler der zweiten mussten aushelfen. Wie ist dein Fazit zum Spiel? Ja, ganz einfach. Altenriedicke hat verdient gewonnen. Außer Frage. Wir haben heute mit einer Mannschaft gespielt oder mussten heute eine Mannschaft aufs Feld schicken, die ja bei weitem nicht das Oberliga-Niveau hat. Das kann man auch nicht verlangen, wenn man Leute aus der Landesliga holt, die dann hier mit aushelfen sollen. Die können doch nicht das Oberliga-Niveau haben. Hinzu kommt natürlich, dass einige den Anspruch noch haben, von sich aus Oberliga zu spielen, dann da auch noch ein bisschen abfallen. Dann kommt so ein Erlebnis zustande. Wir haben dann in der Halbzeit dann versucht, nochmal die Mannschaft aufzurichten. Ich habe dann nochmal umgestellt. Ich habe dann Felix Nachtier ins Mittelfeld gestellt, dass wir mal wieder ein bisschen Fußball spielen, weil in der ersten Halbzeit war eine Katastrophe, gerade was das Zentrum anbetraf. Und dann hat es besser geklappt. Wir hatten auch etliche Möglichkeiten. Aber wenn man dann auch noch da unten drin steht, dann machst du auch die Tore nicht. Und wenn du zu Hause gehen vormachst, obwohl wir, glaube ich, bei einem Verständnis und auch für den verdienten Sieg von Altenriedicke, der die ganze Spiele sehen, sie ja noch mehr Chancen hatten als Altenriedicke. Aber wir machen 0 Tore und demzufolge brauchen wir uns auch nicht beschweren. So einfach ist das. Wir müssen gucken, dass wir die Mannschaft wieder aufrichten, weil es sind immer die gleichen, die Knochen hinhalten hier für diese Truppe. Und dann sind es auch immer wieder die gleichen, die wegen kleinen Wehwehchen ausfallen. Und da müssen wir gucken, wie wir damit umzugehen haben. Wir haben im Vorstand die Woche schon mal kurz zusammengesessen mit dem Präsidenten, weil so kann es ja nicht weitergehen. Wenn ich heute einen Kader von 20 Leuten habe und heute 10 Spieler zu ersetzen hatte, dann ist das einfach mal nicht normal. Und da bist du als Trainer auch machtlos, wenn du draußen sitzt und eine Mannschaft aufs Feld schickt, die da irgendwo als Landesligisten dann hier die Kastanien aus dem Feuer holen können. Das geht nicht. Und mit 7-8 Leuten kannst du auch kein Spiel gewinnen. Jedenfalls nicht in dieser Liga. Wir werden genau analysieren und müssen gucken, dass wir die nächste Woche dann schon wieder 3 Leute mit dazu bekommen, die im letzten Spiel gegen Fürstenwalde eine ordentliche Leistung angeboten haben. Aber da ist das nächste Problem. Die müssen wir dann nach einer bestimmten Ruhephase schon wieder ins Feuer werfen. So, und dann haben wir schon wieder das gleiche Problem, wenn eine Belastung zu hoch ist und die sind gar nicht richtig im Fitnesszustand, wenn der Name aufläuft, haben wir immer noch nicht das, was wir wollen. Und wie gesagt, ich bin doch leid, Fred hat recht, jedes Mal über diese Konstellation zu reden. Wir wussten, dass es eine schwere Saison wird, aber ich dachte, dass jetzt irgendwann mal Licht in den Tunnel kommt und das wird im Gegenteil immer schlimmer. Und deswegen ist es für uns ganz bitter. Wir fahren nächste Woche hoffentlich mit einem gesunden Kader, nicht mit einem fitten, aber mit einem gesunden Kader wieder nach Schönberg, wo ein ganz wichtiges Spiel für uns ist.
Und meine Zielstellung, dass wir 14, 15 Punkte holen in der ersten Halbzeit, wird schon echt schwierig noch. Und ja, aber packen wir noch ein Geld nicht, dann kommen wir, dass der eine oder andere dann nochmal zurückkommt und dann werden wir sehen. Dann werden wir auch besseren Fußball wieder spielen, weil teilweise ist das im Moment auch nicht möglich. Danke. Ja, danke, Ingo. Gibt es Fragen von Seiten der Presse für Sie? Vielleicht noch eine Stimme zur Leistung von Sebastian Glänz. Wann wurde der in den Kader gerufen und wie bist du mit seiner Leistung zufrieden? Sebastian ist jemand, auf den man sich immer verlassen kann, aber Sebastian sein Zenit schon lange überschritten. Und wir haben ja auch gesehen, dass man gerade im Zentrum große, große Probleme hatte, wo er gerade erste Halbzeit agiert hat, mit Aaron Block dann zusammen. Und der Griesert dann machen konnte, was er wollte, die Nummer 25, der Griesert, ja, musst du wissen. Der hat da das ganze Spiel gemacht und wir waren jedes Mal hilflos und haben irgendwo im Raum gestanden. Das wurde dann zweite Halbzeit besser, da haben wir das eigentlich im Griff gehabt. Da haben wir auch vor allem mal wieder versucht, von hinten groß Fußball zu spielen. Bostel ist jemand, den wir heute werfen mussten, weil Bostel ist jemand, der noch ein bisschen Erfahrung hat und nicht so zittrig ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Manuel Müller sehe, der große, große Probleme hat, aber der immer wieder spielen muss, weil wir keine anderen Leute haben. Das ist ein ehemaliger A-Jugendliche, der einfach noch einwachsen sollte in dieser Mannschaft und jetzt schon immer reingeschmissen werden muss, weil wir keine Leute haben. Da tun wir den Jungen auch keinen Gefallen. Ja, ich muss den immer wieder aufrichten, dann merkt er selbst, dass er große Probleme hat. Und bei Bostel, ja, er hat das solide gemacht, aber nicht ausreichend für Oberliga-Verhältnisse, um das mal klar zu sagen. Ne? Ja, weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Herr Vogt, meine Damen und Herren, geht weiter. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende an dem Heimweg und seinen Gästen einen guten Heimweg nach Berlin. Tschüss.